Hallo und willkommen auf meinem Kanal Robertos Bücherkiste zu einer weiteren Rezension aus dem Bereich Kinderbücher, Comics und was mir sonst so gefällt. Ich habe eine etwas längere Einführung unten als Video Nummer 1 bereitgestellt, da könnt ihr noch ein bisschen mehr über die Hintergründe erfahren. Hier möchte ich gar nicht die Zeit vergeuden. Ich hoffe, dass die nächsten Minuten eure Entscheidungsfindung ein bisschen unterstützen werden. Wenn dem so ist, würde ich mich über Likes, Kommentare, vielleicht auch sogar ein Abo des Kanals sehr freuen. Also lehnt euch zurück, genießt es. Los geht's. So, heute möchte ich euch besonders ein Werk von Guy Delisle, Pyongyang, vorstellen. Und im Zusammenhang damit natürlich auch noch ein bisschen auf die anderen Werke von Guy Delisle eingehen. Ich finde, dass das ein sehr guter Einstieg in sein Schaffen ist. Und dass es deswegen nicht unbedingt nötig ist, die anderen Werke jetzt mit jeweils einem Video auch nochmal vorzustellen. Das passt durchaus hier rein. Bevor es aber losgeht damit, sollte man vielleicht nochmal zu dieser Thematik ein bisschen was erzählen. Und ich versuche das in einer, wie soll ich sagen, sehr vorsichtigen Form, die möglichst von Aktualpolitik sich fernhält, zu tun. Nicht nur um die ganzen Trolle pro und contra Nordkorea aus meinem Kommentarfluss hier fernzuhalten, sondern auch um tatsächlich nochmal vielleicht aufzuzeigen, warum mir dieses Buch so viel bedeutet und warum ich die Beschäftigung mit der Thematik Nordkorea so spannend und interessant und auch für wichtig halte und empfinde. Insofern, bevor es hier losgeht, ganz kurz zum Thema Nordkorea. Und wer nicht möchte, kann durchklicken bis zu Minute X, wo es dann mit dem Comic losgeht. Ihr werdet es daran sehen, dass ich das Comic dann zeige. Bis dahin kommen nämlich andere Sachen vor. Also, Nordkorea ist ja hauptsächlich bekannt aufgrund der politischen Spannungen, die existieren und als Unikat. Eins der wenigen Länder, das immer noch an der Ideologie des Kommunismus festhält, da auch einer sehr speziellen asiatischen Form davon, der nochmal zusätzlich mit kollektivistischen, kulturellen Tendenzen des Ostens gemischt wird. Man muss allerdings sagen, dass das sehr lange auch ein Land war, das für sich wirklich viel erreicht hat. Was viele zum Beispiel nicht wissen, bis Mitte, knapp Ende der 60er Jahre hatte Nordkorea eine bessere Wirtschaftsproduktion, ein höheres Bruttoinlandsprodukt als Südkorea. Und während in Südkorea die Leute meistens Hungersnot leiden mussten, ging es den Nordkoreanern vergleichsweise gut. Nicht zuletzt hauptsächlich auch wegen den Errungenschaften, die man im Rahmen einer Planwirtschaft zumindest am Anfang erreichen kann. Es ist ja oft so, dass wenn man von sehr unten kommt, es eine Kurve gibt, die sehr steil nach oben führen kann, wenn der politische Wille in einer Hand ist und das dann auch noch mit dem wirtschaftlichen Willen oder mit den Dekreten dann zusammen durchgeführt wird, ohne Rücksicht auf Verluste gegebenenfalls. Und insofern haben durchaus diese Regimes, das muss man einfach so sehen und anerkennen, für viele Bevölkerungsschichten Sachen hervorgebracht, die in den westlichen Demokratien nicht selbstverständlich waren und nicht so automatisch entstanden sind, sondern eben erst mit etwas mehr Wohlstand und etwas mehr politischem Freiraum dann erkämpft werden konnten. Siehe zum Beispiel Südkorea oder auch, einfach nur um darauf hinzuweisen, ein anderes Buch von ihm, Burma Chronicles, wo er auch nach der Befreiung oder besser gesagt nach der Lossagung von der Kolonialmacht, ich glaube Frankreich oder England, Frankreich, oh Gott, peinlich, aber Burma, auf jeden Fall Anfang der 60er, glaube ich, dann dort eben ein Militärputsch auch dort jegliche demokratische Möglichkeiten erstmal für 30 Jahre oder sogar noch länger beendet hat. Und womit ich, worauf ich damit zu sprechen kommen wollte, war, dass in Nordkorea letztendlich Generationen aufgewachsen sind,
die eine Verbesserung ihrer Lage, zumindest aus den Erzählungen ihrer Großväter und ihrer Eltern, letztendlich in ihren Erinnerungen haben, während man natürlich durch die Propagandamaschinerie nur die negativen Sachen aus dem Ausland erfährt. Und das führt dann zu einem ideologisch sehr strammen Staat, wo selbst wenn es heutzutage möglich wäre, dort, ich sag jetzt mal, einfach hineinzugehen und zu sagen, so, wir öffnen jetzt alle Grenzen und ihr könnt machen, was ihr wollt, alle erstmal dort stehen würden und würden sagen, ja, wir warten jetzt, was der Chef sagt, weil der wird schon wissen. Und das passt dann natürlich auch zusammen mit dem, was man sonst so von Korea in der Außenwelt realisiert. Meistens sind es irgendwelche gigantische Bauten, die dann irgendwie diese sowjetische oder eben sehr osteuropäische Blockbauweise und Monumentalbauweise irgendwie darstellen, wo natürlich auch sehr oft gezeigt wird, wie die gesamte Bevölkerung dahinter steht, was der Führer dort an der Stelle gerade sich ausdenkt und dass sie wirklich so wie Halbgötter gleich verehrt werden und es gar nicht anders denkbar ist, als dass irgendein Nachfahre von dem jeweils aktuellen Führer des Landes dann auch der nächste Führer wird, weil er automatisch sozusagen die Weisheit und die richtige Sichtweise auf den folgenden Weg festgelegt hat. Das ist aber nicht das Alltagsbild, was man haben sollte über Nordkorea. Und ich habe deswegen ein paar Fotobücher mal mitgebracht, die würde ich gerne zeigen. Mir ist wichtig, dass man auch nochmal sieht, dass die Menschen dort ganz normale Leben leben, auch wenn sie voller Entbehrungen sind. Also hier sieht man dann zum Beispiel, wie bei so einer Veranstaltung in Asien ja sehr beliebt Karaoke, durchaus auch Karaoke singt. Dann, was ich zeigen wollte, ist, dass das Nachtleben, also zum Beispiel, ne, von wegen, dass immer nur Strom ausgeschaltet wird in der Nacht und es kein Nachtleben gibt in Pyongyang. Ich weiß, dass das Einzelbilder sind und ich weiß, dass dazu dann auch Bilder passen, wo, wenn man jetzt da hinten hinschaut, in der Bar nicht gerade viel angeboten wird. Und ich habe auch gleich nochmal ein Foto von einem Laden, der auch nicht gerade strotzt vor Lebensmitteln oder bestimmten Produkten. Also man kann tatsächlich auch an der Stelle, glaube ich, sehen, dass es zum Teil recht trostlos ist in diesem Land, auch schwer den Alltag zu meistern und zu leben. Wenn man sich vorstellt, wir haben hier Marmorsteine, aus denen ein Geschäft gebaut ist, in dem im Grunde, abgesehen von ein paar Potjomkinschen aufgebauten Flaschen, die vielleicht sogar leer sind, im Grunde nichts zu verkaufen ist. Und ich glaube nicht, dass das ist, weil es gerade renoviert werden muss, weil irgendwie neue Marmorplatten aufgesetzt werden. Also diese Mischung aus grandiosem Willen und Willensbekundung, wie die Zukunft aussehen soll, und im Verhältnis dazu die leeren Autobahnen, die man im Alltag sehen kann, das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und wenn man jetzt nicht gerade das Glück oder halt, wie man es nimmt, das Pech hat, die Elite irgendwie zu sein in so einem Land, dann hat man wirklich ein sehr entbehrungsreiches, einfaches Leben. Andererseits aber sind die Leute es gewohnt, hier und so zu leben. Und für sie ist das ihre Heimat, für sie ist das ihr Alltag, der auch richtig ist und der sich auch richtig anfühlt für sie. Und wenn man von außen schaut, dann muss man versuchen, seine Erfahrungen, seine Masken abzusetzen und nicht unbedingt mit westlichem Maßstab. Und ich meine jetzt einerseits den Wohlstands- und andererseits den kulturellen Maßstab, sich anzuschauen, was dort passiert. Also das wäre undenkbar im Westen, dass man so eine Hauptstraße in irgendeiner Großstadt hat, wo Kinder auf der Straße spielen, weil irgendwie jede Stunde maximal ein Motorrad vorbeifährt, sage ich jetzt mal so überzogen. Und zwei Fahrräder. Aber es ist halt so. Ja?
grenzenlose Überwachung, ideologische Gehorsamkeit, gleichzeitig aber auch sehr viel puritanes Leben, Arbeiterleben, sehr viel Angst auch gegebenenfalls vor dem Regime, beziehungsweise ausgesetzt sein gegenüber einer Allmacht, wo man als Kind bereits darauf eingebläut wird, alles zu akzeptieren und hinzunehmen, wie es gesagt wird, weil die Propaganda natürlich immer etwas Schöneres erzählt als das, was die Wahrheit ist. Was mich an der Stelle immer am meisten fasziniert und wo bei mir die Fragezeichen immer am stärksten sind, wenn ich nochmal dieses Bild, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schnell finde, in Erinnerung rufen kann, wo Karaoke gesungen wird, dass den Leuten dann aber nicht auffällt, dass der Fernseher irgendwie aus Südkorea stammt, der Videorekorder aus Japan, keine Ahnung, die Lieder zum Teil aus Amerika, und die, ich weiß gar nicht, wo Kork herkommt, Amerika oder ist das ein schwedisches Unternehmen? Der Synthesizer Kork, glaube ich, ist das dort. Ups. Ne, dass der auch aus einem Land kommt. Also ich frage mich dann immer, realisieren die Leute nicht, wenn unser Land so perfekt ist, wenn es so erhaben und besser ist als all die anderen Länder auf der Welt, wie es uns gesagt wird und von klein auf in der Schule beigebracht wird. Warum werden dann in den anderen Ländern diese hochwertigen Sachen hergestellt? Autos oder die Kameras, mit denen diese ganzen Militärparaden gefilmt werden. Canon, Nikon, alles Fremdmarken. Ne? Vielleicht gibt es dafür eine einfache Antwort. Vielleicht sorgt die Propagandamaschinerie dafür, dass man das als eigene Produkte darstellt, die man einfach unter einem anderen Namen produziert, um sie ins Ausland verkaufen zu können. Also Papier ist ja geduldig, ne? Also wer weiß, was man da erzählt. Aber trotzdem, der Punkt ist für mich immer, wenn ich solche Bildbände sehe oder Reportagen sehe, BBC ist zum Beispiel sehr stark darin, Nordkorea-Reportagen fernab von Propaganda pro oder contra, einfach nur zeigend herzustellen und zu machen. Dann denke ich immer darüber nach, was ist das für ein Leben und wie könnte man ein bisschen mehr darüber erfahren, ohne jetzt selber hinfahren zu müssen, denn wir haben ja in den Nachrichten immer wieder mal gehört, wie gefährlich das sein kann, da schnell mal als Spion diffamiert zu werden und dann im Gefängnis zu landen, um für irgendwelche Lösegelder dann eben erst freizukommen. Also, hier kommen wir jetzt endlich zum Comic. Ich halte das jetzt mal hoch, damit alle, die vorspulen wollten, dann auch wissen, okay, hier müssen wir stoppen. Guy Delisle hat in den 90er Jahren einen Job zu machen für eine französische Firma, die Zeichentrickfilme hergestellt hat. Und was nicht so bekannt ist, Nordkorea leiht immer wieder seine Arbeiter westlichen Firmen aus, um an Westgeld zu kommen, an Devisen zu kommen und die dann für diverse Zwecke einzusetzen. Und eine Leiharbeit war damals zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass man diese manuelle Arbeit, der sehr, sehr manuelle und sehr, sehr große Arbeit der Zeichentrickfilmerstellung dann eben auch angeboten hat. Dazu muss man wissen, früher, als man die meisten Zeichentrickfilme noch nicht am Computer hergestellt hat, war die übliche Vorgehensweise so, dass man irgendwie einen netten Hintergrund gemalt hat und darauf dann quasi durchsichtige Folien genommen hat und auf die die Figuren drauf gemalt hat. Mickey Mouse, wie er so steht, dann so steht, dann so steht, dann so steht. Man nannte diese einzelnen Bilder von den Charakteren dann immer Cells. Und diese wurden dann einmal draufgelegt, abfotografiert, weggenommen, die nächste Bewegung draufgelegt, abfotografiert, weg und die nächste. Also man kann sich schon vorstellen, dass das eben eine sehr mühselige Arbeit ist. Vor allen Dingen, weil sich Mickey Mouse dabei auch außer der Bewegung nicht weiter verändern darf. Weder in der Farbe noch sonstige Bewegungen, die sich nicht bewegen sollen, entsprechend der Dramaturgie. Und wenn man dann, keine Ahnung, 15 bis 25 solche Bilder pro Sekunde zusammenschneidet zu Filmmaterial und das dann durchläuft, dann hat man eben einen Zeichentrickfilm. Besonders interessant dann, wenn
richtig viele Figuren sich bewegen. Ich meine, das sieht man dann auch bei der Produktion dann relativ schnell, ob das ein hochwertiger, teuer produzierter, mit vielen Zeichnern, Zeichnerinnen produzierter Zeichentrickfilm ist oder nicht. Ich kann mich erinnern, es gab mal eine Zeit lang so ein Anime, wo Fußballjungs vorgestellt wurden, fragt mich nicht, wie das Ding hieß. Und da gab es dann irgendwie einen Torwart, der dann 3 Sekunden lang so durch die Luft fliegt, so in Superman-Pose, um ein Tor zu verhindern. Und dann sieht man lediglich hin und wieder so einen Strich an ihm vorbeigehen, was dann symbolisieren soll, dass er fliegt. Aber er selber ist unbeweglich, so für mindestens 1, 2 Sekunden. Und dann fliegt er so in die Ecke des Tors. Und man merkt auch an diesen abgehakten Bewegungen immer, okay, da wurde jetzt nicht so viel Sorge in die Entwicklung der Cells gesteckt. So, und Guy Delisle wurde von dieser französischen Firma nach Nordkorea geschickt, um zu beaufsichtigen, wie dort viele, 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 viele nordkoreanische Zeichnerinnen und Zeichner an den französischen Zeichentrickfilmen arbeiten. Und immer Tag ein, Tag aus dieselben Charaktere, nur mit ein paar Zehntel Millimeter bewegten, keine Ahnung, Gliedmaßen dann dort auf diesen Cells erscheinen und daraus dann eben sich ein Zeichentrickfilm entwickelt. Und während dieser Zeit in Nordkorea hat er eben ein Tagebuch verfasst und dieses Tagebuch als Comic verfasst, da er selber eben auch Comiczeichner ist. Und was besonders nett ist bei diesem Tagebuch, dass man wirklich einen Einblick bekommt in die Alltagswelt Nordkoreaner. Es ist ja so, wenn man in Nordkorea unterwegs ist, meistens in Form einer Touristengruppe, hat man dann irgendwie einen Aufpasser, der dann als Guide disguised ist, also der dann als Leiter oder Kundgeber oder was sagt man da Schönes zu? Also auf jeden Fall jemand, der einen so lotsen soll in der Stadt, dann mit unterwegs. Und der ist typischerweise dann ein Angestellter des Innenministeriums, der auch dabei gleichzeitig darauf aufpassen soll, nach Möglichkeit nicht irgendwelche Bereiche zu besuchen, wo der Ausländer oder die Ausländerin versehentlich mal tatsächlich in Berührung kommen könnte mit dem nordkoreanischen Alltag. Der Witz ist, ich glaube, ich muss dazu sagen, dieses Buch von einem Franzosen im Übrigen auch gemacht, dieses Buch hat sehr viele Bilder vom Alltag nordkoreanischer Leute. Es ist eins der wenigen Bücher, wo ich so Alltagsfotos sehe. Die darf man typischerweise gar nicht machen. Und diese Guides, die einen begleiten, lassen es auch gar nicht zu, dass man solche Aufnahmen macht zum Beispiel, ja? Landstraße, ein paar Leute, nicht gerade sehr stark angezogen, mit Fahrrädern unterwegs oder zu Fuß. Also so, oder hier so ein Privatmarkt, wenn man so will, was im Übrigen seit kurzem, glaube ich, wieder erlaubt ist, nachdem es ein paar Hungersnöte gab in den letzten Jahren aufgrund Witterungs- und Embargo-Situation. Also solche Aufnahmen macht man tatsächlich versehentlich nur, wenn man zum Beispiel mit einem Zug ich glaube, aus Peking kommend, dran vorbeifährt und aus dem Fenster fotografiert und dabei unter anderem riskiert, vielleicht verhaftet zu werden als ausländischer Spion. So, und insofern ist natürlich so ein Buch besonders spannend, weil es im Nachhinein entstanden ist, quasi ein Tagebuch aus der Erinnerung heraus, wie Guy Delisle versucht, in Nordkorea fernab dieser Touren, die für ihn organisiert werden und die einfach nur so propagandamäßige Szenen ihm produzieren und dauerhaft lächelnde Leute, die sagen, wie wunderbar alles ist, er dann auch mal zum Beispiel in ein Restaurant kommt, wo außer ihm niemand sitzt. Und alles aber so aufgebaut ist, als ob dort gleich, keine Ahnung, ein Riesenball mit 30 Leuten starten würde oder 300. Und die Art und Weise, wie er versucht, seinen Aufpassern zu entkommen und vielleicht doch mal in die Stadt zu spazieren, ohne dass es auffällt. Das Problem allerdings ist, dass man natürlich als Europäer in einer asiatischen Stadt sofort auffällt. Und wenn das dann auch noch eine solche Stadt ist, dann ist es umso schwieriger, dort irgendetwas zu erfahren.
Aber mit der Zeit, weil er dort eben längere Zeit arbeitsmäßig verbringt, also mehrere Monate, mit der Zeit hat er dann die Möglichkeit, auch mal zum Beispiel zu seinem Aufpasser eine etwas persönlichere Beziehung aufzubauen. Hier sieht man, wie er die Zeichner beaufsichtigt, die dort an dem Zeichentrickfilm arbeiten. Und er versucht dann auch so ein bisschen die nordkoreanische Seele zu entschlüsseln und herauszufinden, wie diese Leute ticken und was sie machen und warum sie das hinnehmen, in einem solchen Land zu leben, wo offensichtlich so vieles so seltsam läuft, so falsch zum Teil auch läuft. Und wir haben ja jetzt noch nicht über die Dinge gesprochen, die ja zu Recht auch dem Regime vorgeworfen werden an Menschenrechtsverletzungen. Diese Einblicke in die Alltagswelt Nordkoreas zeigen aber überraschend immer wieder auch Schönheiten und Feinheiten, die man so gar nicht erwarten würde, wenn man nur den westlichen Nachrichten und diversen Propagandabildern folgt. Also weder pro noch contra ist, glaube ich, hier die Wirklichkeit abgebildet, sondern wie so oft liegt sie ein bisschen dazwischen. Und das Buch ist einfach eine fantastische Möglichkeit, in diese Welt Nordkoreas einzutauchen, ohne persönlich da sein zu müssen, ein bisschen mehr Verständnis für die Menschen dort zu entwickeln, für die alltäglichen Dinge, die sie dort erleben. Und das führt mich so ein bisschen zu diesen Gedanken, die es damals bei Sting in diesem Lied Mitte der 80er gab, Russians, wo er gesungen hatte, I hope that Russians love their children too. Also ich hoffe, dass die Russen auch ihre Kinder lieben. Und das war sozusagen der Satz, der sich damit beschäftigte, warum er die Hoffnung hat, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt, wo wahrscheinlich die gesamte Menschheit dann ausgelöscht wird mit den Atomwaffen, weil er einfach davon ausgeht, dass derjenige, der in Russland an dem Knopf sitzt, auch einen Sohn hat, der überleben soll. Und so kann man sagen, in Nordkorea gibt es super, super viele Menschen, die auch einfach nur wollen, dass sie von einem Tag auf den nächsten überleben können, dass es ihren Kindern besser geht, dass sie das, was ihre Eltern erreicht haben, in Ehren halten. Und das sind Dinge, die man, glaube ich, global grundsätzlich als Werte hochhalten und akzeptieren und gut finden kann. Und das Ganze finde ich deswegen so wichtig. Und wenn ein Comic es schafft, uns dahin zu bringen, ist das natürlich was Wunderbares. Das Ganze halte ich deswegen für wichtig, weil jegliche Verbesserung der Lage in Nordkorea oder jegliche Verbesserung überhaupt auf der Welt irgendwo kann nur durch Dialoge, durch Lernen, durch Lernprozesse erfolgen in meinen Augen. Und diese Werke, diese Augenzeugenberichte, die versuchen, neutral und menschlich zu bleiben und eine Hand auszustrecken und zu sagen, ich sehe und anerkenne das, was menschlich und was positiv, was gut in dir ist. Das sind so die Schritte, die dahin führen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, mit diesem Buch in Berührung gekommen zu sein. Und seitdem ich das gelesen habe und auch allen Leuten empfehle, bin ich auch ein absoluter Fan von Guy Delisle. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit über die englische Version hochgehalten. Ich bin da einfach als erstes dran gekommen und es gibt aber auch eine deutsche Version, wurde dann später veröffentlicht. Die Verlinkung unten für zur deutschen Version kann man sich natürlich genauso besorgen. Der Zeichenstil möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, denn immerhin soll es ja eine Comic-Rezension sein. Zeichenstil ist sehr minimalistisch. Folgt so ein bisschen dieser Tradition vielleicht in Frankreich so mit Lustal oder auch mit Tardi typischerweise gepflegt. Also einfache Linien, die so ein bisschen auch aquarellmäßig auslaufen, also nicht so streng fest gezeichnet sind. Und passt, glaube ich, auch von dieser Kargheit her sehr gut zu der Darstellung eines Tagebuches von Erlebnissen. Es konzentriert sich in den Zeichnungen immer auf die wichtigen Elemente und das finde ich sehr gut. Es folgte daraufhin, auch wieder arbeitsbedingt, von Guy Delisle dann der nächste Ausflug, man kann es bereits ahnen, nach Shenzhen, China.
Und hier ist es natürlich etwas weniger bedrückend. Ach so, ich schalte mal die Kamera um, dann sieht man das hier. Also hier ist es ein bisschen weniger bedrückend. Oder wenn, dann ist es bedrückend wegen der Anzahl der Menschen, die ihn dort umgeben. Also während er tatsächlich in Nordkorea eher das Problem hatte, dass er kaum jemanden besucht ist, ist er hier irgendwie einer in einem Ameisenhaufen, hat er das Gefühl. Und auch hier ist es letztendlich seine Suche, ne? Das ist so ein bisschen so Sinnbild für das, was ich gerade gesagt habe, rechts hier. Aber er versucht dann tatsächlich auch hier wieder die persönlichen Kontakte herzustellen und sich zu verständigen mit Leuten anhand gemeinsamer Interessen oder vielleicht ein bisschen gemeinsamen Englisch und fernab seiner typischen Alltagswelt Ausflüge zu machen. Um etwas mehr zu sehen aus Shenzhen als einfach nur das Hochhaus A, in dem er wohnt, und das Hochhaus B, in dem er arbeitet. Hier ist es nicht die Politik, die ihn daran hindert, das zu tun. Hier ist es tatsächlich einfach die Situation, weil dort so gelebt wird, weil dort so viele Leute leben. Es folgte dann das bereits einmal kurz gezeigte Burma Chronicles. Burma oder früher Myanmar oder zuerst Myanmar. Dann Burma, nein, zuerst Burma, dann Myanmar, jetzt wieder. Also, bevor ich hier komplett durcheinander komme, selber schuld, liebe Leute dort, warum ändert ihr permanent den Namen eures Landes? Ohne euch das jetzt vorzuwerfen, aber es verwirrt natürlich. Wird hier auch nochmal so ein bisschen darauf eingegangen, dass dass das Land sehr seltsam ist in der Hinsicht, dass es eine Militärdiktatur war zu dem Zeitpunkt, wo er dort war und noch nicht die Übergabe an eine demokratisch gewählte Regierung erfolgte, die jetzt gerade vor ein paar Monaten, vor ein paar Tagen erst geputscht wurde und jetzt wieder Militärregierung in dem Land herrscht. Mal schauen, wie es weitergeht. Das aber vor allen Dingen ist ja ein Land von Mönchen ist, von buddhistischen Mönchen, wenn man so will, oder zumindest von Menschen, die hauptsächlich buddhistischen Glaubens sind und man dort eigentlich Ruhe und wunderschöne Tempel und Buddha-Figuren und sowas erwartet. Und im Vergleich dazu ist es natürlich auch spannend, nochmal zu sehen, wie da der Alltag aussieht. Ne? Hier, ich glaube, dass das Cover hier an der Stelle auch sehr vielsagend ist. Ich gehe auch da nochmal ein bisschen näher ran und hoffe, dass die Kamera etwas heller wird. Ich muss mal hier was mit der Autohelligkeit ändern. So. Also man merkt da schon, auch hier kann man sich fremd fühlen als Europäer mit gewissen Überlegungen zum Thema Demokratie oder Humanismus. So, dann folgten noch Jerusalem, Chroniken der heiligen Stadt. Auch sehr schön zusammenfassend, was alles in dem Land und in der Stadt an Wunder und an Furchtbarem passiert und wie die Sachen so ein bisschen aus der Zivilperspektive sehend zusammenhängen. Und ich möchte da auch einfach nur noch mal betonen, es lohnt sich, alle großen Werke von Guy Delisle sich anzuschauen. Und die Geschichte, die Chronik einer Entführung in Tschetschenien, irgendwann in den 90er Jahren, wo ein Franzose, der für eine, nicht, in diesem Fall ist es eine Fremdgeschichte, also nicht seine persönlichen Erlebnisse, wo ein Franzose, der für eine ein NGO, also für eine Organisation dort vor Ort, die gemeinnützig tätig war, arbeitete, entführt wird. Und sehr viele Seiten, wenn ich das so durchblättere, scheinen damit irgendwie voll zu sein, dass dieser Mann da liegt und festgekettet ist und auch sehr grau und sehr dunkel gehalten, sehr bewusst im Übrigen auch, um einfach diese aussichtslose Lage zu zeigen, wie es Monate dauert, bis er dann persönliche Beziehungen aufbaut und wie er es dann einem Zufall zu verdanken hat, dass er eines Nachts aufwacht und merkt, man hat vergessen, mich anzuketten. Und in diesem Fall dann er die Möglichkeit hat zu entkommen und dann in einem fremden Land, wo er inzwischen jeden als Feind wähnt, versucht dann zu entkommen, was ihm dann, ich glaube, es ist jetzt kein großer Spoiler, die Geschichte ist ja vielleicht auch bekannt, ging damals durch die Nachrichten, dann tatsächlich auch entkommen kann. Also auch sehr spannend beschrieben und zeigt, wie man
in einer solchen Situation überleben kann. Tja, und zu guter Letzt gibt es dann noch etwas leichte Kost in mehrfacher Hinsicht. Ratgeber für schlechte Väter, neuer Ratgeber und noch ein Ratgeber. Hier zeigt Guy Delisle, was es für ein Gefühl ist, ein Papa zu sein und wie man alles richtig machen kann an der Stelle, so wie ich das finde. Und wartet mal, ich suche mal hier nach etwas, was ich vielleicht direkt vorlesen kann. Ah ja, hier. So, abends. So, jetzt aber Licht aus und Augen zu. Papa, gibt es wirklich Kinderdiebe? Aber nein, natürlich nicht. Wer hat dir denn sowas erzählt? Und dann bleibt das Mädchen hier. Luan in der Schule. Ach, die redet aber wirklich Quatsch, die Luan. Mal ehrlich. Also, hör gut zu. Kinderdiebe gibt es nicht. So einfach ist das. Andererseits die Affen. Die Affen? Ja, Affen, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. In Malaysia ist ein Affe durchs Fenster in eine Wohnung geklettert und hat ein Baby mitgenommen. Verrückt, oder? Aber warum hat der Affe das Baby geklaut, Papa? Keine Sorge, mein Schatz. Am Schluss hat der Affe nicht geschafft, das Baby mitzunehmen. Als er nämlich über den Balkon abhauen wollte, ist das Baby aufgewacht und hat geschrien. Das hat den Affen so erschreckt, dass er es losgelassen hat. Dummerweise war der Affe aber schon halb über das Geländer geklettert und das Baby ist 5 Stockwerke tief in den Tod gestürzt. Paff! Tja, so ist das Leben. Na gut, genug geplaudert. Jetzt wird aber geschlafen. Okay, also, nicht um. Klick. Gute Nacht, mein Schatz. Ah ja, hier ist es zu Ende. Ja, also kann man so oder so sehen. Aber es zeigt irgendwie wie so ein. Oh, da hat wohl jemand reingebissen vor Hunger. Also kann man so und so sehen. Ich glaube, die Geschichten grundsätzlich sind witzig, mit sehr viel schwarzem Humor. Wenn man das mag, ist es okay. Vorlesen würde ich vielleicht nicht direkt einem Kleinkind, speziell dann solche Teilgeschichten. Ich glaube, das ist auch mehr was für Erwachsene, die dann schmunzeln wollen, wie dann so ein nerdiger Vater versucht mit den Alltagsschwierigkeiten. Ne? Er liest und Kind ist unterwegs zum Bügeleisen, wie man mit Alltagsschwierigkeiten klarkommt. Ja, oh, das auch. Sehr fein, sehr fein. Sieht nicht so aus, als ob das Kind das ohne Beule überleben würde. Also, Guy Delisle, meine Empfehlung. Ein ernstes Thema am Anfang mit Nordkorea und Pyongyang, sein Einstiegswerk sozusagen. Dass es ein bisschen versöhnlich, schmunzelig wird zum Ende hin, finde ich gut. Aber er bearbeitet mit seinen Werken Themen, die, glaube ich, sehr augenöffnend und sehr spannend sind und deswegen eine absolute Top-Empfehlung von mir. Alle Werke von ihm, die ich gezeigt habe, sind meines Wissens auf Deutsch erhältlich. Die Links, wie gesagt, unten. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bin auch an dieser Stelle, gerade auch wegen dem Politikum der Sache, durchaus gespannt, was eure Meinung dazu ist. Wenn ihr etwas noch dazu geben wollt, euren Senf oder so, dann unten bei den Kommentaren. Ansonsten Daumen hoch, gerne auch ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.